So, es geht weiter mit 3 Minuten Intervallen. Wir starten für den Schulter- und Brustkorb. Dein Basic Move ist Hände über den Kopf zusammen. Es gibt Butterfly. Es gibt rechts. Es gibt links. Und es gibt Schmetterling. Immer 4 Stück. Ansonsten gehst du immer wieder in den Basic Move zurück. Beine leicht geöffnet. 3 Minuten. Schultern schön tief. Starte mit 3, 2, 1. Work. Hier und Arme zusammen. Hände über den Kopf zusammen. Schön gleichmäßig atmen. Und starte erstmal im Basic Move. Zieh die Ellbogen schön weit nach hinten. Lass die Atmung fließen. Achtung, Butterfly. Immer 4 Stück. Und wieder in den Basic Move. Immer weiche Knie, gehe ein bisschen in die Knie. Achtung, rechts. 4, 3, 2, 1. Und Basic Move. Schön die Ellbogen nach hinten ziehen. Achtung, links. Tief bleiben. 4 Stück. Und wieder in den Basic Move. Achtung, Butterfly. Tief bleiben. Vorne schließen, ganz zusammen. Und wieder in den Basic Move. Lass die Atmung fließen. Jetzt kannst du irgendwann schon deine Schulter ein bisschen spüren. Wunderbar. So, du hast die erste Minute geschafft von 3 Minuten. Schmetterling. Hände an die Ohren. Ellbogen 4-mal zur Decke. Und wieder Basic Move. Basic. Komm immer wieder zurück in den Basic Move. Und atmen. Achtung, Butterfly. 4, 3, 2, 1. Und immer wieder in den Basic. Kannst ruhig deinen eigenen Rhythmus nehmen, aber bleib im Tempo, schön schnelles Tempo. Achtung, rechts. 4, 3. Steh dabei schön tief. Und Basic. Achtung, links. Basic Move. Und atmen. Bleib dabei. Immer schön in die Knie gehen, nachfedern. Spür deine Nacken, Schultermuskeln. Butterfly. Und 4-mal. Achtung, Schmetterling. 4-mal. Achtung, Butterfly. 4-mal. Achtung, Schmetterling. Reagier auf meine Stimme. Und Basic. Schnell reagieren, wenn ich ansage. Achtung, rechts. 4 Stück. Achtung, links. Und Basic Move. Achtung, Butterfly. 3, 2, 1, rest. Und löse. Schultern lockern. Dein Basic Move ist das. Beine zur Seite öffnen. Wenn ich sage rechts, federst du 4-mal rechts. Wenn ich sage links, federst du 4-mal links. Wenn ich sage pendeln, pendelst du 4-mal hin und her. Und wenn ich sage back, gehst du mit dem Bein nach hinten hoch, Oberkörper vor, back. Pendel, rechts und links. 3, 2, 1. Und links. Work. Start den Basic Move. Knie weich. 3 Minuten, immer wieder hierhin zurückkommen. Achtung, rechts. 4 rechts. 4. Ohne absetzen. Und wieder in den Basic Move. Immer wieder zurückkommen, Basic Move. Achtung, links. 4, 3, 2, 1. Basic Move. Achtung, Pendel. 4, 3, 2, 1. Und wieder in den Basic Move. Achtung, links. 4, 3, 2 und
dazu nehmen. Darf ruhig wackeln. Und dann immer wieder den Basic Move zurück. Und back. Nach hinten. 4, 3. Schön nach hinten hochziehen. Langes Bein. 2 noch. 1 noch. Basic Move. Schön aus dem Po. Und nochmal back. Los geht's. Nach hinten. Langes Bein aus dem Po hochheben. Noch 2-mal. Noch 1-mal. Und wieder Basic Move. Schön hoch das Bein zur Seite. Achtung, Pendel. 4, 3, 2, 1. Und Basic Move. Immer wieder in den Basic zurück. Achtung, rechts. Für 4, 3, 2. Basic Move. Achtung, links. Möglichst schnell reagieren und wieder in den Basic Move. Spür schon mal hier die Seiten, den Po. Achtung, Pendel. 4, 3, 2, 1. Und Basic Move. Achtung, back. Nach hinten. 4, 3, 2. Oberkörper nach vorne. 1 und Basic Move. Achtung, rechts. 4, 3, 2, 1. So, letzte Runde. Und links. Achtung, 4, 3, 2, 1. Schön hoch das Bein jetzt nochmal. 3, 2, 1. Und rest. Komm langsam nach unten. Basic Move in der Rückenlage. Becken heben, Becken senken. Dann haben wir rechts, dabei nimmst du das rechte Bein hoch. 4-mal. Links, 4-mal. Wir haben Open, dabei öffnest du die Beine nach außen. Und wir haben Lang. Bei Lang streckst du das Bein 4-mal nach vorne. Basic Move, heben, senken. Achtung, atme nochmal durch, Füße geöffnet, 3, Becken, 1, work, bridge, Becken hoch, Becken ab, nicht ablegen, halten und schön weit nach oben schieben. Achtung, rechts, rechtes Bein hoch, 4-mal, 3-mal heben, 2-mal. 1-mal und wieder Basic Move. Schön fest den Po anspannen. Achtung, links. Linkes Bein hoch. 4-mal das Becken heben. Und dann wieder den Basic Move zurück. Schön fest den Po anspannen. Schieb weit nach oben. Lass die Atmung fließen. Achtung, open. Oben halten, Knie öffnen. Für 4. 3, 2, 1 und wieder Basic Move. Immer schön weit nach oben schieben. Lang. Du hältst oben und streckst rechts, links, noch einmal. Und wieder Basic Move. Becken tief, Becken hoch. Schön atmen. So, die Hälfte hast du. Jetzt darfst du schon hier schön den Po spüren. Mach nochmal rechts. Los geht's. Rechtes Bein oben. 4, 3, 2, 1. Und weiter geht's. Basic. Mach nochmal links. Linkes Bein hoch. 4-mal Becken lift. Und wieder Basic. Weiter geht's. Mach nochmal open. Oben halten. Für 4 öffnen. Für 3, für 2, 1 und Basic. Und lang. Oben halte. Rechts, links, rechts. Basic Move. So, letzte Runde. Mach nochmal open. Oben halten, öffnen, öffnen,
Und Basic Move. So, das ist bald geschafft. Bleib dabei. Jetzt darf schon ordentlich zwiebeln hier. Wunderbar. Mach nochmal open. Los geht's. Oben halten. Öffnen. 4, 3, 2, 1. Und direkt hinterher lang. Oben halten. Lang. Schön den Po oben halten. Und Basic Move. Bleib dabei. Und noch einmal lang. Oben halten, langes Bein. Basic Move. 3, 2, 1, rest. Und löse. Zieh die Knie kurz ran, entspann den Po. Stell die Füße wieder auf, wir starten für den Bauch. Dein Basic Move ist der Crunch. Du hast das Anzeichen rechts, dabei gehst du mit dem rechten Ellbogen zum linken Knie. 4 Stück, das gleiche links. Dann hast du Becken, dabei hebst du das Becken 4-mal an. Und du hast ein Zeichen Hold. Beine, Arme lang, für 4 Zeiten halten. Basic Move. 3, 2, 1. Work. Crunch-Bewegung, Ellbogen außen, Blick zur Decke. Und starte rechts. Rechte Ellbogen, linkes Knie. 4, 3, 2, 1. Wieder Basic. Und atmen. Schön die Ellbogen außen lassen. Und links. Linker Ellbogen, rechtes Knie. Basic Move. Achtung, hold. Arme, Beine halten. Für 4, 3, 2, 1. Basic Move. Und atme weiter. Schön die Ellbogen außen. Achtung, Becken. Heb die Beine. Für 4, 3, Becken hoch. 2, 1. Basic Move. Achtung, rechts. 4, 3, 2, Basic Move. Achtung, links. Basic Move. Schön die Ellbogen außen lassen, Blick nach oben. Und hold. Halte hier. 4, 3, 2, 1. Weiter geht's. Basic Move. Schön gleichmäßig atmen. Letzte Minute. Und Becken. Los geht's. Füße hoch. 4, 3, 2, 1. Weiter geht's im Basic Move. Und rechts. Immer 4 Stück. Und direkt hinten dran links. Los geht's mit links. Basic Move. Und noch einmal Hold. 4, 3, 2, 1. Weiter geht's, Basic Move, die letzten Sekunden. Und nochmal Becken, letzte Runde, Becken. Die letzten Sekunden, Basic Move. Schön atmen, Ellbogen außen, Blick oben. 3, 2, 1, rest. Und locker. Komm mit Schwung nach oben. In den Vierfüßlerstand, Basic Move, im Vierfüßlerstand Liegestütze oder Damenliegestütze. Rechts gehst du mit dem rechten Ellbogen tief, 4 Stück. Links gehst du mit dem linken Ellbogen tief. Dann gibt es noch Plank, du hältst für 4 Zeiten. Und es gibt Jump, du springst 4-mal nach vorne. Okay? Basic Move ist 3, 2,
1. Verstand. Work. Ellbogen nach außen. Oder für die Herren, wenn du mehr möchtest, Knie oder ganzer Liegestütz. Aber denk dran, es dauert 3 Minuten. Also für die Damen würde ich empfehlen, 4 Füße. Achtung, rechts. Du gehst mit den Ellbogen rechts tief, wieder hoch. 4 Stück. 3, 2. Und wieder in den Basic Move. Liegestütze. Breiter Stütz. Schön weite Ellbogen. Becken mit nach vorne nehmen. Nimm den Popo mit nach vorne. Achtung, links. Linker Ellbogen. Tief. Becken mit nach vorne. Schön gerade Linie. Und Basic Move. Komm zurück, breiter Stütz. Achtung, Plank. Füße aufsetzen. Halte für 4, 3, 2, 1. Weiter geht's. Liegestütz. Achtung, Jump. Spring nach vorne. Für 4, für 3, 2, 1. Liegestütz. 4-Füßler-Stand für die Damen oder langer Liegestütz für die Herren. Achtung, rechts. 4, 3, 2, 1. Und Liegestütz. Schönes Becken mit nach vorne. Achtung, links. Und Liegestütz. Immer wieder in den Basic zurück. Achtung, Jump. Füße aufsetzen. 4-mal vor. 3, 2, 1. Achtung, Plank. Halten. 4, 3, 2, 1. Und wieder Liegestütz. Und rechts. Rechts geht tief. Für 4, 3, 2. Und wir machen gleich links hinterher. Weiter geht's. Links. Und Plank hinterher. Mach die Plank. Halte für 4, 3, 2. 2, 1, rest. Und los. Locker dich aus. So, wir machen eine letzte Runde. Lehn dich zurück. Basic Move ist das. Wenn ich sage rechts, rechtes Bein nach vorne, lange Arme und wieder in den Twist zurück. Wenn ich sage links, linkes Bein, lange Arme, wieder in den Twist zurück. Wenn ich sage Hold, Beine hoch, zeigst von der Seite, Arme hoch, halten. 3, 2. Wenn ich sage Back, 1. Work. Okay, wir starten im Twist. Los geht's. Basic Move, Twist. Schön drehen den Oberkörper. Achtung, rechts. Rechtes Bein, 4, 3, 2, 1. Und wieder in den Twist. Oberkörper schön weit nach hinten lehnen. Und links. Linkes Bein, 3, 2, 1. Und wieder in den Twist. Achtung, Hold. Arme hoch, Beine lang. Für 4, 3, 2, 1. Und wieder in den Twist zurück. Und back. Wipp nach hinten. 3, 2, 1. Und wieder in den Twist. Basic Move Twist. Schön den Bauch anziehen und hold. Für 4, 3, 2, 1. Und wieder Twist. Schön weiter atmen. Achtung, rechts.
3, 2, 1 und fest. Achtung, links. 4, 3, 2, 1. Achtung, hold. 4, 3, 2, 1. Und schön die Atmung fließen lassen. Die Hälfte hast du. Bisschen mehr. Darf schon ordentlich zwiebeln. Und komm back, back. 4, 3, schön anspannen. Lass die Füße am Boden. 2, 1 und twist. Und rechts. Rechtes Bein, große Arme. Und twist. Achtung, links. Und twist. Letzte Minute. Schön den Oberkörper drehen. Und nochmal hold. 4, 3, 2, 1. Und schön den Oberkörper drehen. Spür das auch in den seitlichen Bauchmuskel. Und back. Lehn dich nach hinten. 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Rest. Super. Locker dich aus. Perfekt, ihr habt es geschafft. 3 Minuten Intervalle. Super, für den ganzen Körper. Seid wieder nächstes Mal mit dabei. Ciao.